そうだね。So, halli, hallo und hallöchen. Na, ihr? Was ist mit meiner Kamera los? Hallo? Hallo Tragedini, hallo Illusion, hallöchen Brutzi. Was ist mit meiner Cam? Ging doch gerade noch. Was ist da los? Seid ja freundlich. Ja, mal gucken. Okay, irgendwie möchtet ihr meine Cam nicht. Warum nicht? Na gut, dann machen wir das heute halt ohne Kamera. Ist ja auch nicht so schlimm. Hey, Andi. Grüße. Ebenfalls einen hier einen schönen Abend. Gewünscht auch von der Lady. Grüße zurück an die Lady. So, aber wenn meine Cam nicht geht, dann kann ich das Licht da hinten hier ausmachen, warte. So. Komisch, komisch. So, naja, dann nicht lang schnacken, ne? Starten wir hier drüben schon mal das Spielchen. Bin ja gespannt. Heute müsste, glaube ich, Hordentag sein, wenn ich mich da nicht vertue. Wie geht's euch da draußen? Ich hoffe, ihr habt einen schönen, angenehmen Wochenstart gehabt. Na, du alte Tüte. Aber Brutzi ist doch eher Würstchen statt Tüte. So, dann switche ich hier mal on Gaming und muss dann hier noch so. So, dann kann ich die Mucke hier erstmal ausmachen. Ingame-Sound wird dir dann, denke ich mal, reichen. Wo ist denn mein Overlay hin verschwunden, sag mal? Ah, einer, der mich versteht. Hä? Das ist ja... Das ist ja alles merkwürdig. Oder hat hier... Stream-Elements mal wieder Problemchen. Zündung! Jo, Zündung! Warte, Stream-Elements. Ja, ich wechsle dann gleich nochmal. Ach nee, das Overlay hier bei... So, warte mal kurz, Pause nochmal. Dann wechsle ich hier, weil hier funktioniert Overlay-Funktion. So, warte, dann muss ich die Twitch-Integration einschmeißen. Spawn Blutnacht. Warte. So, Twitch-Integration ist drinne. Aber das mit dem Overlay, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich weiß, dass das nicht geht. Gaming? Nö. Nee. Okay. Boah, ich schleudere den Purchen zu Boden. So, den Sound wieder ein bisschen hochgedreht, dass ihr auch was hört. So. Ja, sollte ausschlagstechnisch
Ja, das ist jetzt wieder E. Sollte passen. Gut. Erstmal nachladen. Wo waren wir das letzte Mal? Wir sind bei Tag 7. Dann würde ich sagen, wir suchen uns einen Ort für die Horde, den wir dann dort verbringen. Im Spiel. Oh ja, das ist auch durchaus richtig. Und noch ist Nacht. Wir müssen uns auf jeden Fall noch... Was fehlt mir dafür? Federn. Wir müssen uns auf jeden Fall... Oh mein Gott, ist meine Maus wieder schnell heute. Pfeile machen. Munition haben wir ein bisschen. Reparaturkits. Wo haben wir das hingeschmissen? Bei Muni, glaube ich. Nein. Hallo? Oh. Federn. Wir haben da auch keine Federn? Waffenteile, Mods, Waffen. Dann sollten wir vielleicht noch ein paar Federn suchen, ha? Achso, warte. Reparaturkits haben wir. Nicht hier. Waffenteile auch nicht. Mods auch nicht. Waffen auch nicht. Eisenspeer. Ach nee, der macht weniger wie unser Stahlspeer. 7 Rap-Kits haben wir. Die müssen dann reichen. Oh, kommt der her? Ist jetzt wieder eine Umgewöhnung von Icarus da drauf. Oh, aber ich sag's euch, Icarus. Heftiges Suchtspiel. Ich habe jetzt, glaube ich... Was braucht man für ein Rap-Kit? 35 Stunden dafür. Geschmiedetes Eisen und Klebeband. Okay. So, dann gehen wir jetzt noch ein paar Federn suchen auf dem Wege zu einem Gebäude, wo wir die Hortennacht verbringen. Ich würde es ja gerne hier verbringen. Steckt da was im Hals? So, Monitor-Setup. Oh, hast du jetzt gewechselt? Bist du jetzt auf 42 Zoll gegangen? Wo kommen die denn jetzt her? Ist er tot? Nee. Hier spielt die Musik. Die Vorhut. Ja, da kommen, glaube ich, noch mehr. Guten Tag. Och, nö. Weg. So, warte mal. Der hier muss auf die 3 auf jeden Fall. So. Steht noch auf Just Chatting. Ach, hey. Hey Logan, grüß dich. Wie geht's dir? Schönen Start in die Woche gehabt? Mann. So. Ist er jetzt tot? Immer noch nicht.
hält denn der aus, sag mal? So, also, zuerst trinken. Oh, der nächste. Junge, fliegen die Pfeile anders mit dem Bogen. So. Ah, danke dir. Ja, hab halt Nachtschicht. Nachtschicht. Jo. Ach, Nachtsicht, Nachtschicht. So. Also, ich würde gerne da hoch. Dafür brauchen wir auf jeden Fall ein paar Rahmen. Die haben wir, glaube ich, noch unten. Wir brauchen Essen, wir brauchen Getränke. Wir brauchen noch ein paar Federn. Ich glaube, ich nehme einfach mal alles mit, was wir brauchen, damit wir dann nicht wieder zurück müssen. Was heißt dieser Buff? Keine Sicherheitszone. Du erleidest Schaden, wenn du eine Sicherheitszone betrittst. Ah, beim Händler. Okay. Mann. Wo ist der Hund jetzt hin? Sieht der mich nicht? Alles merkwürdig heute. Alles irgendwie merkwürdig. Hab noch 15 Minuten Pause. Na, das hört man doch gerne. So, fachmännisch zerlegt. Und dann holen wir mal schnell Stuff. Achso, eine Bitte hätte ich an euch. Und zwar, falls ihr irgendwie vorhabt, einen Zombie-Bären oder so zu spawnen, bitte nicht in der Basis. Das ist das Einzige, worum ich euch bitte. Der Rest ist mir eigentlich egal. Nicht, dass hier, das sind lilane Kisten. Nicht, dass hier irgendwie mal dann groß was kaputt geht, ne? Das wäre auch schade. So, wir nehmen mit ein paar Rohre. Erste Hilfe. Getränke. Was sucht denn das Essen hier drin? So. Zombiebär. Nein! So, warte, das sind Kisten. Da können wir uns gerne mal ein bisschen was zu essen reinhauen. Ach, warte, da können wir uns hier gleich eins von denen hier gönnen. Oh, nice. Waffenlieferung. Vielen Dank. Munition. Oh, Granaten und Dynamit. Nett. Okay, nicht in der Basis. Ja, aber das wäre halt enorm ärgerlich, wenn der mir irgendeine Kiste kaputt macht, weil das Zeug, das ist ja dann sofort instant weg. Also der, wenn mir zum Beispiel meine Munitionskiste kaputt macht, sämtliche Munition, die da drin ist, wäre dann einfach futsch und weg. So, Dynamit und Granaten lassen wir mal hier. Möchte ich noch nicht mit rumhantieren. Dann wechseln wir auf die Verbände. Die Munition kann hier bleiben. Wir haben nämlich noch kein Gewehr dafür. Oder können wir uns schnell eins bauen? Maschinengewehrteile, haben wir sowas? Nein, Robo, Stahlvorschlag.
Nee, schade. Schade, schade, Schokolade. Wir haben mit Steine, wir haben mit Holz. Das leere Glas, das lassen wir hier. Dann brauchen wir noch ein paar Rahmen. Gut. Okay, doch keine Pause. Hab gerade noch Ware bekommen. Mann, hier nochmal umladen. Ach je. Musst du das selber machen? Wird das nicht für dich gemacht? Muss doch wenigstens eine kleine Chance haben, die Nacht zu überstehen. Eine klitzekleine Chance. Ja, so eine kleine. Warum haben wir uns das da drüben markiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich gehe jetzt hier die umliegenden Dinge nochmal ab. Und wir werden uns... Ich glaube, hier ist das. Schneller Wegpunkt. Nein, da ist das nicht. Mist. Es ist in die Richtung, in die ich gucke. Das ist da oben. Dort werden wir uns dann auf einem Dach verschanzen. So. 4 Q UHD, habe ich das vermisst. 24 Zoll. 42 Zoll war tatsächlich zu groß, obwohl der OLED-Bildschirm echt flipperner war. Ist das noch die Markierung, die du mal für Medi angelegt hast? Für Medizin? Das könnte sein, dass das die noch war. Da haben wir ja noch aktiv unsere Dings gesucht, unsere Antibiotikas. So, jetzt brauchen wir aktiv erst noch ein paar Federn. Wie viele Steine habe ich? 3.200. Habt ihr mal eine WhatsApp geschickt, wie es jetzt aussieht? Ausgezeichnet! Schau ich mir da mal an. So, Federn. Och, jetzt bleib doch nicht stehen, du Idiot. Hühnchen! Aus einem Hühnchen kriegt man Federn. Aus, nicht von. So, ich würde euch jetzt zuprosten, aber die Kamera geht ja nicht. Prost in diesem Sinne. So. Mehr Federn. Weil ich glaube, der Bogen wird dennoch... Kann ich den einfach so reparieren oder braucht der... Oh, der braucht ein Rap-Kit. Dann lassen wir das mal, bis er richtig kaputt ist. So, ich bin gespannt, ob und wie wir die Nacht überleben. Und was geht's bei euch so? Ach ja, ich war ja... Ob ist keine Frage. Ah, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Es muss ja nur die Horde dann da sein und irgendein böser Spawn dann dazukommt, dann ist vorbei. Oh, was ist denn hier los? Mal einen Test. Oh. Hä? Das war ich nicht, das war schon vorher so. Baumwolle weg. So, erstmal wieder ein bisschen einschießen hier. Ah, okay. Hat ein anderes Pfeilverhalten als Icarus. Naja, kaputt würde ich es jetzt vielleicht nicht ganz nennen. Oh, aber der war auch ein bisschen... Naja, hallo. So, ein Nest. Wow, eine ganze Feder. Ein selbstgebautes Gewehr. Sehr schön, dann können wir die 7er Muni dann noch holen. Sehr schön.
Weil von der 7er Muni, da haben wir ja den ganzen Arm voll. Was war denn das? Achso. Abstimmung hat gestartet. Eingenässt. Nee, hab ich nicht. Oh, das Tanzbattle. Wie geil. Da müssen wir Zombies suchen fürs Tanzbattle. Oh, und ich hole meinen Robotergeschützturm. Sicher ist sicher. Uhrzeit 8 Uhr. So, 15 Sekunden noch, dann geht's Tanzbattle los. Da haben wir schon mal einen Kandidaten. Eventuell gibt es das Battle. Oh, das wäre mega! So ein Tanzbattle in der Nacht, wenn eine Horde da ist. Da ist der zweite Kandidat. Oh, jetzt tanzt er nicht mehr. Oh. Hey, Delfino, grüß dich. Wie geht's dir? Schönen Start in die Woche gehabt. So, Robotik da lang. Erinnert ein bisschen an WoW. So, hier vielleicht noch einer? Oh. Schade, schade, vorbei. So, hier soll mein Robot... Ah, stimmt, den haben wir ja... Oben habe ich den hingesetzt, ne? Wenn ich mich da recht entsinne. Nee. Hä? Ist hier offen? Hallo? Ach, stimmt ja. Komm mit. Unberührt. Wie konnte ich nur? Oh. Schrotflintendrossel. Schön. So, 7er Munition noch holen. Nice. Man nicht mal auf die Mülltonnen drauf hüpfen? Ah doch. Hallo. Weißt du bei der Char-Erstellung bei was ich gemacht habe? Ich sehe da nichts. Es kann sein, wenn du bei den T-Shirts und so weiter rumgehst, dass du da nichts siehst, weil du irgendwas drüber trägst. Da musst du dann in der vorherigen irgendwas anders auswählen. Ich habe mir dann auch immer die Zahl aufgeschrieben, welche Nummer das ich genommen habe. Hab dann was geändert, dass man zum Beispiel, dass ich dann an der Stelle gar nichts angezogen habe und hab dann das nächst darunterliegende dann verändert. Ganz am Anfang. Ach so, da musst du Mutter und Vater, glaube ich, auswählen. Und dann kannst du deine Einstellungen machen. So, Waffengedöns. Nee, Käse, Muni. Muni haben wir gesagt. Haben ist immer besser als brauchen. Nehmen wir die Pfeile mal auch mit oder sind das Bolzen? Bolzen. Pfeile.
Ölölö. Waffen nehme ich mal nichts weiter mit. Mods. Ein Vierfach-Mod wäre, glaube ich, ganz gut für das Gewehr. Verändern. Vierfach-Mod. Jo. Nee, wie gesagt, da musst du Mutter und Vater musst du da, glaube ich, angeben und dann hast du dann die Einstellregel mehr Vater, mehr Mutter oder sowas. Wenn ich mich da jetzt nicht vertue. So, warte mal, bei Erste Hilfe packen wir die mit rein. Hallo, ihr Krim, was hat die gemacht? Heilungsgeschwindigkeit, eine Schürfwunde nicht. Hoffen wir nicht, dass ich mir eine Schürfwunde zuziehe. Den hier. Kann man den reparieren? Kostet das ein. Das kostet. Haben wir geschmiedetes Eisen, weil dann baue ich mir gleich noch ein paar Rap-Kits. Jawollo, gucke. Das da und Klebeband war's. Ein Klebeband. Okay, da brauchen wir Stoff und Kleber. Haben wir auch nicht so viel. Puh. Wo habe ich einen Stoff? Stoff, 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 Stoff. Da ist er. Also, Klebeband. Und dann Rap-Kits. So. So. Dann können wir uns noch einverleiben. 10 Flaschen Wasser, ob die reichen? Was haben wir denn als Alternative? Nicht so. Wir könnten uns Kaffee mitnehmen. Ausdauerwiederherstellung plus 20%. Nehmen wir mal mit. Sicher ist bekanntlich sicher. Und statt 10 davon nehmen wir uns 10 Mineralwasser mit. Oh, die Crush wären eigentlich auch ganz gut mit. Ach komm, ich nehme einfach mit. Dann lass mal hier einfach die Schaufel da. Die brauchen wir jetzt dann eh nicht. Den brauchen wir auch nicht. Das kann auch wieder rein. Das Eichen und den Stoff. So. Dann gucken wir mal, dass wir das ganze Ding irgendwie so befestigt bekommen, dass wir das Ding hordensicher machen. Was heißt hordensicher? Dass wir die Zombies irgendwo steuern können. Das ist so der Idealfall, nehme ich mal an. So, halt, Karte, den Wegpunkt, also entfernen. Entfernen. Wie kann ich meinen schnellen Wegpunkt entfernen? Egal. So, weil ich würde wirklich hier oben auf das Theater drauf gehen. Oder oben auf die Booby Traps oder auf den Dude. Da haben wir halt weitaus mehr Bewegungsmöglichkeiten da oben auf dem Dach, ne? Ja, komm, schnell Ausdauer ein bisschen her. Dann räumen wir oben auf dem Dach noch ein bisschen auf. Du willst draufgehen? Oh ja! So, ist da was im Weg? Nee, so. Ich hoffe, die reichen. Jo. So, dann räumen wir hier oben noch ein bisschen auf. Läuft das heute nicht so richtig? Irgendwas ist komisch heute.
Oh, wir bekommen noch ein Level-Up. Ausgezeichnet. Oh, der Drop. Komm, wir laufen noch zum Drop. Guten Tag. Ich sollte mir echt noch mehr Pfeile bauen. So, aber ich gehe den anderen Weg runter, weil sonst komme ich nicht mehr hoch. Ja, tschüss. Ach nein. Meine Ausdauer. Och nö. Ist ja alles leer. Scheiß Köter. Mann. So, guten Tag, die Herrschaften. Scheiße, schlecht. Ausgezeichnet. Mann, hau ab hier. Du genauso. Mann. Bei dem Angriff musste man sich für eins entscheiden, da stand Fragezeichen da. Ja, ja, alles gut. Alles gut. So, erstmal nachschenken hier. So, erscheine bei meinem Bett. Ich glaube, ich bin zu dumm, um es richtig zu schreiben. Nee, es muss zur Auswahl stehen, Illusion. Da kommt ab und zu hier auf der rechten Seite, kommen ab und zu Auswahlmöglichkeiten. Und nur dann. Erika. Und nur dann kannst du eine Auswahl treffen. So, wir haben noch einen Schuss hier drin. So. Bis ich fertig bin mit Schreiben, ist es schon wieder weg. Auch meine Tastatur. Also ich drücke gerade gar nichts. Die hat sich quasi selbstständig gemacht. Da muss ich jetzt erstmal wieder resetten. Ich bin froh, wenn am Donnerstag meine neue Tastatur da ist, ey. Was ist mit denen heute? Die sterben ja gar nicht. So, wo war das hier drauf? Och nö, ich habe auch keine Rahmen mehr. Ach, Manu. Da fällen wir uns mal schnell ein Bäumchen. Nein! Okay, können wir abbrechen.
So, dann gehen wir mal schnell da hoch. Junge. So, das hält wenigstens. So. Hier, also ich drücke gerade nichts und ich laufe einfach automatisch. Ich renne automatisch, das heißt Tastaturreset. So, kurz W gedrückt und dann halte ich auch wieder an. Das kann ja heute was werden. Aber wie gesagt, am Donnerstag ist das Thema gegessen. Eventuell schon morgen. Je nachdem, wie schnell Amazon halt ist, ne? So, die Dame, die mich gegessen hat, die ist nicht mehr da, oder was? Oh. Was gibt's zu essen? Oh, Essen. Ich habe heute auch noch nichts gegessen. Essen? Also, wenn weiter so imperformant läuft, dann werde ich, glaube ich, meinen Rechner, glaube ich, mal neu starten. Irgendwas mag der so gar nicht. Erst die Kamera nicht. Dann, dass meine Tastatur hier so rumfräkelt. Die Imperformanz. Was habe ich dem heute zum Essen gegeben? Hier, Tastatur. Also kannst du ja die Hordennacht theoretisch gar nicht erst spielen. Wann das jetzt? Achso. So, ach, wo kommt der denn jetzt her, sag mal? Ist der Schuss gerade einfach an ihm abgeprallt? Junge, Junge. Wo kommt ihr her? Sag mal. Weil hier gibt's doch. Oh cool, danke. Essen. Ich glaube, ich stelle im Endeffekt den Robohammer hier auf. Ach, damit kann ich auch selber schießen, okay. Ah, okay. So. So. Weil dann sollte er, wenn da unten welche kommen, die einfach da runterschießen. Oder wenn ich mich hier herstelle, wenn die von hinten kommen, dass der die dann einfach wegballert. Könnte man auch machen. So oder so ähnlich. So, jetzt können wir uns eventuell unten noch ein bisschen umgucken. Nein, ich habe die Eisenrohr. Was habe ich jetzt gemacht? Die Eisenrohr war nicht dabei. Dankeschön. Munition. Mal gucken, ob ich unten noch schnell ein Eisenrohr finde oder zwei.
Ah, hier kamen die her, wetten. So. Hui, hallo, hallo, hallöchen. Ich muss da runter. Hallo, lauf doch. Guten Tag. Ist der hier drin oder draußen? Drin! Komm, lauf! So, kommt mal mit! Wo sind sie denn? Kommt mal hier hoch. Ich möchte da mal was testen mit euch. Guten Tag. Oh, das hat ja... Das klappt ja wunderbar. Oh! Meine Taste. Junge. So, bevor jetzt die Hordennacht beginnt, ich starte jetzt dann gleich nochmal den Rechner neu. Weil es kann ja irgendwo nicht sein. Diese Grütze. So. So, momentan läuft keine Abstimmung, oder? Ina sagt, ich muss mehr im Chat schreiben. Ja, mit den Chats bekommst du quasi Punkte, je mehr du schreibst. So, pass auf, ich starte mal eben ganz kurz meinen Rechner neu. Ich bin in 2-3 Minuten wieder da. Werde auch meine Tastatur mal komplett ausstecken und auf einem anderen Port stecken. Vielleicht hat der Port auch irgendwie einen wegbekommen. Ich sag mal, bis gleich, Freunde, ne?